Willkommen zurück. Die Macht des Regimes über die Welt schwindet. Aber sie haben Europa noch fest im Griff. Wenn sie Paris verlieren, können wir uns auch den Rest holen. On peut le faire. Zu einer weiteren Runde Wolfenstein. Ja, perfekter Moment, ne? Perfekt. Schön. Gut, wir werden jetzt nochmal gucken, dass wir jetzt hier den Bruder-Versteck nochmal finden. Da ich jetzt wieder weiß, wo es ist. Mir nach, meine Maus. Mir nach. Und das nächste, was wir jetzt ausprobieren werden, ist... Wir werden jetzt hier mal ein paar Gegner ausschalten mit dem Laser-Ding hier. So, ich habe definitiv... 3 Stück gekillt. Und dann müssen wir gleich danach nochmal schauen. Okay, ich habe keine Muni mehr. Für das Laserkraft. Du standst mir im Weg. Treffe ich die da oben so schlecht? Jetzt. Scheiße, Jess, du bist der Hammer! Bewege mich auf ihre Seite! Ah, Mist, ich dachte, ich komme da hoch. Was hast du gemacht? Ich wollte die Granate hochschmeißen. Also, so wie ich jetzt hier. Und total daneben schmeißen. Haben wir ihn jetzt? Wir haben ihn jetzt. So. Jetzt können wir kurz gucken. Warte. Missionen. Jetzt gucken wir auch bei den Missionen unter Herausforderungen. Also bei mir steht Töte mit Soldaten mit Kraftwerkwaffen. 5 von 85. Yes, bei mir auch. Okay, dann ist es geteilt. Also du hast jetzt auch kein Kraftwerk benutzt, oder? Ich habe die Waffe benutzt, die ich ausgerüstet habe. Okay. Dann kannst du jetzt wieder mit Kraftwerk rumeiern. Und ich hole mir erstmal hier schwere Munition. Mädels, Mädels, verliert nicht die Hoffnung. Ich sehe den Geist eures Vaters in euch. Nutzt ihn. Ja, tun wir das nicht schon? Ja, eigentlich schon. Kriege ich nochmal Rüstung? Wärst du so lieb? Bitteschön. Weiter so. Danke. Oh. Dort springe ich mal kurz auf. Ah, ein bisschen Kohle. So, jetzt müssen wir hier ins Krankenhaus. Ja. Ich send bei dir. Feind gesichtet. Ach, schon wieder leer. Granate. Ja. Putz. Mega krass und voll extrem, Jess. Du schaffst das, Jess. Oh, das war aber knapp. Warum kann ich sie denn nicht immer umrennen? Reicht's. Ab und zu kann ich sie einfach nicht umrennen. Ich weiß nicht warum. So. Hier haben wir es jetzt auch geschafft. Jetzt müssen wir hier hinten hoch. Hier ist noch eine dicke Umrennkiste. Eine dicke Umrennkiste? Oder meinst du eine dicke Waffenkiste? Ja, Umrennkiste halt. Ah, jetzt. So. Munition. Was mich mal interessieren würde. Das ist ja Laser. Mädels, ihr seid unerschrocken wie euer Vater. Aber denkt dran, seid vorsichtig. Das Regime ist niederträchtig und es ist jetzt auf euch gefasst.
So. Kommst du hoch? Ja. Einmal durch hier. Nehme neue Position ein. Das machst du gut. Keine Sorge. Wir haben alles unter Kontrolle. Okay, hast du gut erwischt? Ich sehe euch auch. Oh mein Gott! Oh. Ich töte alle! Was wollt ihr sagen? Ich töte alle? Ja. So, Gesundheit. Wir haben mal wieder Munition und hier hinten liegen auch wieder Granaten für dich. So, dann ging es doch hier irgendwo. Nee, wie war das nicht? Das ging doch hier auf den Hinterhof. Wo war denn das? Das war doch hier hinten, ne? Irgendwo hier war das da. Unten, oder? Oder habe ich das jetzt... Ich habe das falsch, glaube ich, in Erinnerung. Da unten. So, unten. Oder ich verwechsel das jetzt auch. Ich bin der Meinung, das war hier irgendwo bei dem Krankenhaus. Wo es in den Hinterhof reinging. Ne, hier bin ich wieder am Anfang. Nee, ich glaube, hier sind wir verkehrt, oder? Nee, hier, ich hab's gefunden. Das müsste hier gewesen sein. Ja, hier ist es. Ich hab's gefunden. Hoppala. Ich geleite dich. Wo bist du? Ich such grad den Eingang. Komm mal mit hier. Ah. Immer der Taschenlampe hinterher. So, da hast du dann auch nochmal Geld. Und dann ist es hier unten das Loch, wo wir das allererste Loch gefunden hatten. Dann haben wir auch nochmal ein bisschen mehr Geld und hier ist das nämlich zu Bruder 1. Gehst du mir mal kurz zur Hand, Jess? Das heißt, du brauchst wieder Taschenlampen-Mods. Wenn du welche hast. Ich glubsch mal. Also fürs Schrot hatte ich das. Ne, ich hatte es für Schrot, aber ich brauch's noch für irgendeine andere Waffe am besten. Bin sogar am Überlegen, das beim Laserkraftwerk zu machen. Weil da gab's auch einen Taschenlampen-Mod für. Das ist ja hier so dunkel, weißt du? Ich guck kurz mal bei mir. Oder meinst du für Sturmgewehr? Für Sturmgewehr habe ich das doch definitiv, oder? Ja, Rotpunkt und Licht. Ich würde es für Sturmgewehr machen. Ja. Und fürs Laserkraftwerk, naja, ich bräuchte halt eigentlich auch mal so ein bisschen Kohle, weil ich will die ja jetzt nachher auch nochmal weiter aufwerten. So, das heißt, das wäre bei mir die Nummer 3 und die Nummer 4. Also ich bin soweit. Ich auch. Gut, dann let's go. Holy shit. Guck mal, wer da unten ist. Mach die Taschenlampe aus. F. So, der hatte starke Panzerung. Müssen wir jetzt da wirklich runterspringen? Ja, ich glaube schon. Ich hab was gehört. Hast du gar nicht. Auf zu lügen. Ready? Ja. Der hat uns noch nicht mehr mitgekriegt. Doch. Doch? Der eine Roboter hat irgendwas vermutet. Gut, ich spring runter. Der ist oben auf der Brücke drauf. Ja, der hat... Wesen. Nö, vermutet hat er jetzt nichts. Schleich mich an ihn an.
höre was. Ist da jemand? Nein, da ist keiner. Da ist keiner. Ich komme hier nicht hoch. Ersten habe ich schon. Ja. Boah, hier im Dunkeln und dann Stealth-Arbeit, ne? Hey, du! Stopp! Okay. Ich glaube, ich wurde entdeckt. Ja. Oh, falsch. Auch falsch. Rücke vor in die Flanke! Au. Ich sehe überhaupt nichts. Hier. Moment. Dich wusste ich, kann ich umrennen. Oder war nur Gesundheit drin? Mir ist die Sturmgewehrmunition ausgegangen. Na, hier lach nochmal. Munition. Ist von der anderen Seite zu. Warum muss das? Hier liegt auch nochmal Munition ohne Ende. Das Ding kann ich umrennen, da ist eine Rüstung drin. Was hatte ich gesagt? 8, ne? Ja. Unbekannte Munition. Schon wieder. Schon wieder. Ich habe halt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Von der anderen Seite verschlossen. Macht der Knopf. Gut, habe ich mich jetzt erschrocken. Wieso? Ich habe jetzt nicht gerechnet, dass du schießt. Ja, wir sind im Kreis gelaufen. So muss das. Ah, das juckt. Ja, wir sind zwar noch entdeckt, aber ich finde hier gerade keinen. Hier oben findet man auch nochmal Munition. Hier ist ein Munitionskasten. Geh doch einfach die Leiter. Also die Treppe. Das ja, warum einfach, wenn es kompliziert geht, ne? Genau. Mein Spruch. Und hier hast du nochmal Geld. So, drüber gerannt. Geld eingesackt. Okay. Und ich glaube, hier müssen wir das schon hin. Das ist gut. Achso, da meinst du. Hast du jetzt geträumt? Nee, wieso? Ich hab da auch geschossen. Das sah bei mir eben aus, als hättest du geträumt. Gut, dann müssen wir jetzt hier raus. Hm? Achso, finde den Ausgang, das war's schon? Das war's schon. Das ist das, was wir nicht gemacht hatten. Bruder 1 sind wir ja jetzt sozusagen durchs Haupttor gegangen. Also sprich, den Remi-Demi-Eingang hatten wir benutzt. Achso. Der uns nicht empfohlen worden ist, den haben wir aber trotzdem gemacht, weil wir sind halt die Guten, weißt du? Ja, sag schon. Obwohl ich mich eigentlich eher einer der Schlechten fühle, aber... So, und jetzt sind wir schon bei Bruder 1. Das müsste eigentlich jetzt die Quest gewesen sein. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hier rauskommen. Ja, lol. Das ist der Innenhof. Okay. Und der große, böse Oscar ist auch wieder da, am Start. Ich hör's schon. Was habe ich jetzt noch? Ich habe noch 9 Überhammerkugeln und 116 Schuss Laserhammer. Hey, ich?
Jetzt haben wir keine... Mist. Hat nicht gereicht. Jetzt aber. In Ordnung. In Ordnung. Wechselposition. Wo ist er denn? Ach, hier. So, jetzt habe ich ihn endlich rumrennen können. Falsche Waffe. Autsch. Komm schon. Hätte auch hier einen. Ja, Vorsicht, Robo. Der hat uns sogar schon im Target. Mit dem Laserhammer. So, seinen ersten Arm habe ich zerlasert. Im Eimer. Sehr schön. Okay, bei mir sieht er sehr komisch aus. Wieso? Der ist doch kaputt. Er sah gerade ein bisschen rot aus. Er blutet. Weißt du? Da. So. Na, eigentlich haben wir ja hier alles. Jetzt haben wir sogar den Dicken erledigt. Ohne wirklich was davon zu haben. Müssen wir dann hin? Ne, komm mal hier mit runter in die U-Bahn. Dann kann ich nochmal in Ruhe gucken. Und dann deck mich mal. Mach ich. Ja, das war's. Da haben wir jetzt auch den Punkt schon erhalten. Okay. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich zum nächsten. Betritt den Untergrund für Bruder 2. Zerstöre die Kanzlerstatuen in... Steht da nicht. Das müsste aber auch Klein-Berlin sein. Glaube ich zumindest. Weil es sieht vom Bild aus wie Klein-Berlin aus. Das irgendwo angezeigt? Ja, schreibt mal rum, dass es da ein Toter ist. Das wird mir nicht angezeigt. Okay. Alle Statuen von Heiler zu zerstören, die wir finden. Mit Verfügen werden wir Regime zeigen, was wir vom Kanzler halten. Wahrscheinlich irgendwo. Das Bild kommt mir zwar bekannt vor, aber ich wüsste jetzt nicht, wo es jetzt genau ist. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Ja, wir kriegen Besuch. Oh, auf dem Weg. Sind ganz schön viele hier. Mach weiter so, mach die Schweine kalt. Was ist das? Nee, einer steht noch direkt hinter dem Auto. Schütze. Alles klar, jetzt hab ich. Ja. Okay. So, einmal Rüstung wieder füllen. Ich hoffe, jetzt haben wir genug Ruhe. Ich hoffe auch. So, erreiche den verlassenen Außenposten. Also es gibt hier alles noch ein bisschen was an Erfahrung und einige geben sogar noch Punkte. Schade, dass mir das nicht angezeigt wird. Dann würde ich hier mal das mit dem Panzerhund mal machen wollen. Machen wir jetzt mal von hinten. Ah, okay. Das heißt, hierhin. Reise mit Gegnern in der Nähe ist nicht möglich. Steht bei mir. Ah, okay, gut. Das heißt, wir räumen die jetzt alle weg. Keine Bewegung!
Mal, bis er die Waffen wechselt, dauert das. Machen wir hier irgendwelche Spirenzchen. So, jetzt haben wir keine Gegner mehr. Nein, endlich. Jetzt ist vorbei. Du kämpfst gut. So. Jetzt dürfen wir aber, oder? Ja. Das ist gut. Siegesboulevard. Eigentlich müssten wir jetzt weiter den Brüdern eigentlich mal auf den Sack gehen. Deswegen machen wir das jetzt mal als letzte Mission, weil die halt auch nochmal einen Punkt gibt und die uns wenigstens angezeigt wird. Und mal sehen, ob wir irgendwas mit den Hitler-Statuen machen können. Wäre ja vielleicht auch cool, wenn du immer eine und dieselbe kaputt machen kannst. Der ist unsinnig, aber trotzdem. Ja, und ja, dann könntest du es halt leicht abschließen. So meine ich das eigentlich eher. Achso, ich muss mal kurz noch meine Waffen wieder umändern. Wo haben wir sie? Da. Nee, das war die falsche. Das Kugelgewehr braucht jetzt keine Taschenlampe mehr. Das kriegt jetzt wieder seinen Rotpunkt. Dann das Sturmgewehr kriegt sein Röntgen. Okay. Irgendwie... Er Stierzett ist noch drauf. Wunderbar. Hier habe ich alles. Gut, aber wir müssen eigentlich auch nochmal wieder einen kleinen Cut machen. Das heißt, wir machen jetzt hier den Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.